Are we alive? Yes! That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. I just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. The world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Okay. Boomer, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left, morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. Can do, that's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Uh-huh. Interessant. There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Ich brauche seine Blackbox. Die Frage ist, wo hat er die hingeschmissen? Die muss ja hier irgendwo. Die muss ja hier irgendwo rumliegen. Yeah, what is that? Did you do that, Catherine? What? Never mind. Okay, offline, offline, offline. Alle Blackboxen sind offline. Keine Menschen. System-Updates. Anmerkung. Update aktiviert Blackboxes. Face-Safe implementiert. Standard XP4B Erweiterung. Bereichskalibrator für ACR. Diagnosewerkzeug für Post-Impact-Notfallplan. Temp-Validate. Ja, drücken. Aha. Anmerkung. Für Wiederinbetriebnahme des Krans benötigtes Zeug. Jetzt liegt alles an Elend. Unnötige Sicherheitsupdates für die paranoiden Laborratten. Tote Leute beißen nicht. Hm, okay, was ist das? 6866. I think I solved it. 6866. Why do I get the feeling that we just got lowered into the back of a van? Ja, das glaube ich auch. 6866. 6866. Keine Quarantäne mehr. Lockdown canceled. Und kommt jetzt was raus? To come inside. And we want to go inside. What's the problem? Come on, let's get going. Ey, die macht sich das Leben so einfach. Ich schlepp sie ja nur schon seit Jahren gefüllt durch die Gegend. Ich muss die ganze Scheißarbeit machen und sie ist nur ein kleiner Chip. Ja, Bit Building klingt sehr, 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 sehr schlecht. Dem kann ich nur zustimmen. Ach so. So. Damit kriegen wir das Ganze hier wieder gefüllt. Okay, auf geht es zum Omikron-Gebäude. Und dann kriegen wir hoffentlich endlich... Dann hoffentlich sind wir dann endlich in dem Kampfanzug oder kriegen endlich den Kampfanzug. Aber ich habe fast das Gefühl, dass das Ding komplett verseucht sein wird. Es war so richtig komplett verseucht. So. Mal abgesehen davon, dass ich keinen Plan habe, wo ich lang muss. Aber wir sind ja in der Nähe. Nehmen wir doch das da. Nein, doch nicht. Das sind die Warnbarken. Also diese Dinger. Ich weiß nicht, ob die damit versucht haben, die Fische abzulenken oder so. Große Gabelmakrele. Population 0.
Bestandshilfung und zuverlässig. Jetzt sag mir bitte nicht, ich finde hier auch noch irgendwo ein Hai. Fürchte es ja fast. Gestreifter Stöcker. Okay. Also das ist wie so ein Unterwasserzoo. Kobia. Ist die Frage nur, wo ist Omikron? Weil ich sehe das große Gebäude nicht. Sind wir hier nicht rausgekommen? Rausgespielt worden? Oh, hier habe ich was vergessen. Shit, Hart blew a VO2 surplus. She sealed the tunnel. She really didn't want Anchors following us to Omicron. Ah, oh, shit, she's fucking hurt. Her suit is leaking. We had to get her to Omicron. Shit, it's bad, real bad. Oh, fuck, no! Und so ist sie gestorben. Okay, Omikron, 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 Omikron. Hier muss irgendwo Omikron sein. Ich finde das klasse, wie die Fische instant von dem Licht angezogen werden. Wie so Motten. Ich laufe einfach mal den Weg hier entlang. Was haben wir hier? Großaugen. Sandtigerhai. Das macht Mut, aber die Population ist auf Null. Westafrikaner Ilisha. Keine Ahnung, was das ist. Schwarzfisch. Na, dem wären wir wahrscheinlich ziemlich gut. Ah, nehmen wir doch das Gebäude da, wa? Jo. Das große, das jetzt voll beleuchtet ist. Omikron! Wir haben dich gefunden. Jetzt bist du dran. Aber erst reden wir mit dir. Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Christ, Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Jonesy, are you okay? Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones? Open up! Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Well, get in line! Alvaro... There's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Okay. Entweder will das etwas, dass wir reinkommen, oder etwas möchte endlich raus. Oh, ich weine. Ich weine so langsam. Shuttle-Tunnel. Fishpen. Ja, da sind wir. Wir sind bei dem Eingang da hinten. Wir müssen einmal durch das Gebäude durch, um Richtung ACR zu kommen. Sieht funny aus. Sieht funny aus. Fluten. Naja, eigentlich nicht. Mechanische Fehlfunktion. Bitte anderen Eingang benutzen. Are you serious? Welchen anderen Eingang? Den, den wir hier gerade gesehen haben. Oh mein Gott. Jetzt ernsthaft? Der ist hier über die Brücke. Die Brücke ist aber zerstört. Boah, ich hoffe, ich überlebe das. What the fuck? Oh, toll. Oh, toll. Ja, das ist vertrauenserweckend. Nein, nein, nein. Das war's. Ich dürfte irgendwann gleich mal Klatsch machen. Platsch machen. Weil wir implodieren. Wir werden zusammengedrückt, wie so eine Konservendose. Auf so klein.
Weil je tiefer man kommt, desto größer wird der Druck. Das ist wie so ein Jumpscare. Sie sind gestorben. Ich weiß, aber danke, Spiel. Besser so sterben, als ein Hashtag-Viech zu werden. Okay, Omikron. Wir wissen ja jetzt, dass wir den anderen Eingang benutzen müssen. Das ist, glaube ich... Muss ich wirklich über diese Brücke? Das ist so ekelhaft. Oh, hi! Was bist du denn? Hallo? Rede mit mir! Nimm mich wahr! Oder auch nicht. Oh, den habe ich auch übersehen. The world is dead, Richard. Even if we got inside Omicron, what's left? Grab a couple suits and head for Tau? Strasky, Jonesy, Hart. Everyone is dead. And we are right behind them. We're probably the last people left alive. The last moments of mankind. No oxygen left. Better sit down. I don't want to fall into the abyss. There are worse ways to die. Probably. Ja, Viecher. Huh? Oh, it's for Emma. Emma Alvaro. I like that. It's a good name. We should have hung out more. I think we would have made good friends. Thanks. I would have liked that. Goodbye, Emma. Bye. Das muss ziemlich beschissen gewesen sein. Ich meine, allein die Vorstellung, der letzte lebende Mensch zu sein, ist auch... Ist traurig. Ist einfach nur traurig. Also ich gucke jetzt erstmal, was hier hinten ist. Aber hier hinten scheint nichts weiter zu sein. Also ich muss, glaube ich, wirklich über diese Brücke, über diese gottverdammte Brücke. Meinen Strom habe ich aber schon wieder angemacht, oder? Hat er vor oder danach gespeichert? Ich weiß es jetzt nicht. Ja doch, der Strom ist ja an. Wie viel habe ich denn hier noch übersehen? I'm fucking open! And nobody's answering to anything! What kind of cold-hearted motherfuckers would just leave us out here to die? Don't you get it? They're dead. They're all dead. Yeah. You're right. How can you be so calm about this shit? We are dying! How much air have you guys got? 20 minutes. Tops. Hey, I'm in red! Seconds away before the CO2 gets me. Strasky? Why wait, right? I'm the master of my own fate. Wait, Stras, what are you doing? Er hat den Helm abgenommen. Er hat selbst entschieden. Er hat nicht gewartet, bis er keinen Sauerstoff mehr hatte. So, jetzt die Frage aller Fragen. Wie machen wir das hier? So, vielleicht. Okay. Mir gefällt das ganz und gar nicht, dass es hier anfängt zusammenzubrechen. Während ich noch da drauf bin. Also schnell hier rüber zum zweiten Eingang. Hallöchen. Ersatzeingang. Hallo. Bitte lass mich diesmal rein. Eigentlich ist es abpumpen und nicht fluten, was wir hier machen sollten. Puh.
Warum machen wir das eigentlich hier alles? Für was? Gute Frage. Ich denke mal, relativ simpel zu beantworten. Man kann ja zum Beispiel klonen und die ganzen Gedanken in neue Menschen übertragen. Wäre eine Möglichkeit, die ich zumindest in Betracht ziehen würde. Wenn Soma Exe weiterhin funktionieren würde und nicht schon wieder abstürzt. 4 Errungenschaften stehen noch aus. Sehr schön. Ach, Soma. Soma, Soma, Soma. Mal so, mal so, mal so. Mal, mal. Soma. Ist sehr geil programmiert. Oder es liegt wirklich am Livestream. Was ich interessant finde, ist, dass man auch Modifikationen von dem Spiel spielen kann. Also was da für Mods rauskommen werden? Wenn die stabiler laufen? Hey, Katze, das heißt ja jetzt nicht, dass du mich hier so wegdrücken musst. Fictional Games! Wie oft hatten wir das jetzt schon? Das war jetzt, glaube ich, der 6. Absturz. Simon hat Omikron gefunden, wo er nach einem Kampfanzug suchen soll, der dem Wasserdruck im Abgrund standhalten kann. Zuerst aber muss er einen Weg ins Innere finden. Hatte ich doch schon! Ich war doch schon drinne! Ich hoffe, er hat drinne gespeichert und nicht draußen, aber wahrscheinlich hat er draußen gespeichert. Das heißt, ich darf nochmal über die Brücke. Naja, alle guten Dinge sind 3. Was soll's, was soll's. Ja, natürlich. Okay. Aber wir wissen jetzt ja, wo wir da lang können, also dürfte das sehr, sehr zügig gehen. Zumindest brauchen wir den ganzen Strom nicht mehr wieder anmachen. Das finde ich sehr fair und sehr nett. Hui! Oh, oh. Okay. Ich dachte, ich lande daneben. So in etwa, ja. Das ist schlecht. Wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Wieder hoch, habe ich gesagt. Oh mein Gott. Ich habe so keinen Bock abzustürzen. So, hier drauf landen. Sehr schön. Dann können wir auch in einem hier durch. So, der letzte Sprung. So. Jetzt mal auf hier. Dann lasst uns jetzt endlich rausfinden, was uns in Omikron erwartet. Und im Endeffekt müssen wir nach Tau. So, speicherst du? Ja, er hat gespeichert. Sehr schön. Okay, ich glaube nicht, dass wir da ein Hirnimplantat raus... Also eine Blackbox, aber wir können es ja versuchen. Ja, hätte mich auch so ein bisschen gewundert, wäre hier eine Blackbox drin. Just a little bit. Ich denke mal, bei dir wird auch keine Blackbox drin sein. Aber man kann es ja versuchen. Vielleicht wird sie ja manchmal woanders versteckt. Vielleicht eine Arschbacke oder so. Emergency Life Support. Wir haben 2 Wege. Containment FB und nichts. Gut, wo geht's denn lang? Containment, Dive Room, Dispatch, Robot Repair Bay. Robot Repair Bay. Wir wollen den Roboter haben. Ah. Okay. Da haben wir Schnodderpumpe. Schnoddrige Schnoddersa. Globaler Lockdown aktiv. Noteingriff bei Tauchraumkonsole. Das abgeschlossen. Okay, weil hier abgeschlossen ist, kann ich nur da lang gehen, wo es von mir gefordert ist. Gefällt mir nicht unbedingt, aber ich kann es nicht ändern.
Chill. Hattest du was anderes erwartet? Ich meine, nach diesem ganzen Stress, den er hatte, muss er doch irgendwann mal so... Oh, Monster. Yay. Kenne ich ja noch gar nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, aber als Spieler ist das so. Als Spieler würdest du, reagierst du so. So. Ach, ist mal wieder so herrlich hell hier. Ich lasse die Tür offen. Containment FE. Hydroponics. Erstmal. Da hinten ist grün, da ist rot. Gibt es hier sonst noch was? Oh, ein mit Kopf. Oh. Ein mit Kopf, der mir aber nichts bringt. Weil der wahrscheinlich anfangen wird, wieder aufzustehen, so wie er aussieht. Sehr schön. High Security Area. Ich muss damit aufhören. Ich glaube, wir haben ihn gerade im Boss gesehen. Denjenigen, der für den ganzen Scheiß hier verantwortlich ist. Dive Room, Medical Bay. Medical Bay, Dive Room, Dive Storage. Alle Türen sind offen.